So, herzlich willkommen zurück hier zum dritten Teil unserer Übertragung der GT1 Langstreckenserie hier in der dritten Saison, die 500 Kilometer von Sandford. Und wir haben in der Moderatorenkabine zu Besuch den Notox-Piloten Ronny Hähnel. Mein lieber Ronny, das war ja wohl eine Show in einem Stint. Ja, ich bin zum Glück nach dem ersten Boxenstopp wieder oder vorm Stefan rausgekommen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Eventuell haben sie einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall sind wir mit 100 Liter gestartet. Also mussten nicht so viel nachtanken. Ja, und sind auch, glaube ich, irgendwie zwei Runden vorher als All-Star reingekommen. Wie viel Rückstand hattet ihr vor dem Boxenstopp? Circa, ich glaube, 6, 7 oder 8 Sekunden. Also habe ich das richtig in Erinnerung, ja. Ja, also da wird wahrscheinlich wohl irgendwas passiert sein, aber ich weiß nicht genau, was wird der Stefan ja wahrscheinlich noch sagen. Ja, vielleicht ist er ja irgendwie über seinen Boxenplatz hinausgefahren oder weiß der Fuchs was er da treibt. Das werden wir sicherlich, ja hoffentlich, also wir müssen ja sagen hoffentlich, im Interview dann erfahren. Kann ja viel passieren. Ansonsten das Rennen relativ problemlos, bis auf den Fight jetzt mit All-Star. Ansonsten waren es eigentlich nur Überrundungen, die irgendwie zu absolvieren waren, oder? Ja, das stimmt. Also heute war nicht so viel Action, aber jetzt wird es ja so langsam wieder enger. Der Sebastian holt ja jetzt immer mehr auf und ist jetzt, glaube ich, auch direkt dran am Michael. Mhm. Genau. Ja. Und ja, der Karnitz, der war für mich irgendwie ein bisschen zu schnell. Also ich konnte da nicht so wirklich mithalten im Rennen. Lag das am Gewicht? Also ihr hattet ja 10 Kilo mehr als die Jungs? Ja, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht haben sie ein bisschen ein besseres Setup. Vielleicht hat der Stefan auch einfach eine bessere Vorbereitung gehabt. Auf jeden Fall war er immer ein Ticken schneller wie ich und ich konnte einfach nicht dranbleiben. Ja. Ja gut, jetzt wirklich viel Zeit verloren hast du ja nicht, wenn man jetzt mal überlegt, innerhalb von 36 Runden, 6 Sekunden, das ist ja nun jetzt, oder 35 Runden, das ist ja jetzt auch nicht so deprimierend, dass man jetzt sagen könnte, da hat man alle Chancen verloren, aber für dich, ich weiß ja natürlich, in welchen Dimensionen du denkst, ist mir das schon nachvollziehbar, dass du sagst, du konntest nicht dranbleiben. Ansonsten, so von der Strecke her, wir haben ja doch einiges gehört über die Huppelpiste hier. Hat die dir zu schaffen gemacht oder war es mehr eine Herausforderung? Ja, also weil ich die ersten Runden gefahren bin, habe ich ehrlich gedacht, ich sitze um Schleudersitz oder so. Also das ist echt krass auf R-Faktor. Ja, das ist vor allem mit der Mod hier ist das so huckelig. Also da musst du echt eine perfekte Linie finden, vor allem im zweiten Sektor, um da schnell durchzukommen, weil da sind so richtige Riesenhucke und ja, also das ist schon echt nicht... Dieser Sprung über diese Kuppe in die Kurve rein, ich finde es ja nur sensationell. Also. Genau, ja. Das ist immer eine Herausforderung, jede Runde da perfekt lang zu fahren, sonst bist du links im Gras. Ja, genau. Aber wir haben relativ wenig Abflüge an der Stelle gesehen. Also ein paar gab es natürlich, aber doch weniger als ich so erwartet hätte. Was glaubst du, wird der Sebastian hier nochmal, ich meine, das Überholen ist ja nur extrem schwer. Wir haben das vorhin, das konntest du, glaube ich, noch nicht verfolgen, zwischen dem Rainer Ebner gesehen und dem Thomas Wackerbauer und dann auch Peter Kasar. Der Rainer Ebner ist rundenlang vor denen hergefahren. Die hatten keine Chance vorbeizukommen. Siehst du hier ähnliche Gefahr, dass wenn der Sebastian jetzt hier die beste Performance hat, wonach es momentan aussieht, dass er hier es extrem schwierig haben wird, vorbeizukommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die einzige Überholmöglichkeit ist hier Ende Stadt Ziel, wo der Stefan mich auch einmal überholt hat. Ja, und ich glaube, Allstar hat auch ein bisschen höheren Topspeed, also hat der Sebastian es wahrscheinlich richtig schwer, an Michael vorbeizugehen. Eventuell finden wir ja vielleicht noch ein paar Sekündchen beim Boxenstopp und ja, das ist eigentlich unsere einzige Hoffnung noch. Ja, also Michael Reiter ist ja aus Spa dafür bekannt, dass er gerne mal ein bisschen mehr tankt als nötig. Von daher, besteht zumindest ein Teil der Hoffnung, wobei ich glaube, dass nach so einem Fauxpas in Spa, wo sie ja nun definitiv ihren Platz haben liegen lassen, also
das hätten sie ja, hätten sie auf alle Fälle, wären sie auf Platz 2 reingekommen, wenn das nicht gewesen wäre. Aber ja, dass das hier heute nicht nochmal passiert. Also wenn das so sein sollte, dann muss man sich echt Maßnahmen überlegen. Das ist nicht mehr zu betrafen dann. Nee, aber Ronny, insgesamt, ich denke mal schon, du glaubst so ein bisschen an Sieg, ne? So wie das momentan aussieht. Ich hoffe sehr, ja. Also es sieht ja jetzt immer besser aus und ich bin gespannt, wie es nach dem Boxenstopp aussieht. Also wenn ich jetzt momentan gucke, Sebastian fährt konstant 4 bis 5 Zehntel schneller als Michael Reiter. Das ist zwar nicht viel, aber jetzt, wo er schon so dicht dran ist, ist es natürlich dann schon ausschlaggebend. Also ich gehe mal davon aus. Witzigerweise, wie gesagt, im ersten Sektor nehmt ihr euch gar nichts, aber im zweiten Sektor verliert ihr unglaublich gewinnt ihr unheimlich Zeit. Das sind hier jetzt in der letzten Runde 7 Zehntel gewesen. Also ja. Das ist echt Hammer. Und aber in diesem mittleren Sektor ist nun mal kein Überholen möglich, ne? Ja, genau. Man sieht es ja auch gerade im Bild, dass der Sebastian im zweiten Sektor genau dran und ich glaube dann jetzt gleich wieder auf der Startziel wird der Michael wieder ein bisschen wegziehen. Also ist immer so ein bisschen schwer. Die einzige Möglichkeit ist, glaube ich, echt noch der Boxenstopp oder der Michael macht noch einen kleinen Fehler und verliert ein paar Zehntel und ja, sonst ist, glaube ich, ziemlich schwer, hier noch irgendwie vorbeizukommen. Ja. Oh, ich glaube, der Michael geht in die Box, ne? Ja, genau so sieht's aus. Der Michael geht jetzt schon in die Box. Die eine Runde, die du... zwei Runden. Oh, und Sebastian hier mit dem Bremsfehler. Aber das hat jetzt nicht wirklich viel Zeit gekostet. So, jetzt wollen wir mal gucken. Gehen wir mal auf die Position 2 und schauen mal, wie lange der Stopp dauert, um mal einen Vergleich zu haben zu euch. Jetzt, da die jetzt schon in der Box sind, kannst du ja eigentlich verraten, wann ihr reinkommt. Ja, ich denke mal in der 29. Also wir haben jetzt jeden Stint aufgeteilt. Mhm. Jeder Stint 29 Runden. Also denke ich mal, wird der Sebastian nächste Runde reinkommen. Alles klar, ja. Ja gut, dann ist natürlich... Also ich glaube, du warst beim ersten Mal waren die zwei Runden länger draußen. Ist es so, dass das Auto mit frischen Reifen schneller ist oder ist es das leichtere Auto, was Vorteile hat hier? Ich glaube, mit den abgefahrenen Reifen und dem leichten Auto bist du wahrscheinlich ein bisschen langsamer, obwohl du mit frischen Reifen hier auch ein paar Probleme hast, weil wenn die da noch auf 20 Grad sind, sind die ersten paar Kurven schon noch ziemlich rutschig. Aber oh, ich und Allstar brennt! Oh ja. Allstar brennt! Ach nein, nein! Ja, Allstar ist raus. Das ist ein kapitaler Motorschaden. Carsten Hoffmann sehe ich, ist auch gerade ausgefallen. Ja, Allstar ist raus. Definitiv. Ja, dann ist natürlich das... Ist natürlich jetzt extrem schade. Na, so haben wir uns das Finale natürlich nicht vorgestellt. Ah, sehr schade. Ja. Ja gut, für Allstar wäre es jetzt ein Streichresultat. Ja, ja genau, schlimm ist es ja nicht, aber ich denke mal, ich glaube, in auf dem A1-Ring wäre es, glaube ich, besser gewesen, Gewichte abzubauen, weil auf der Nordschleife zählt dann doch jedes Kilo. Richtig, richtig. Also das ist natürlich jetzt heftig, weil ihr seid jetzt mit 50 Kilo bepackt und ihr würdet jetzt 40 draufkriegen, ihr hättet 90 Kilo. Auf einer A1-Ring. Also, das wäre natürlich ja schon heftig. Also, da dürfte er ja eigentlich schon gar nicht mehr dann unter die Top 9 kommen. Da müsste er ja irgendwie auf Platz 10, dass er wenigstens 40 Kilo abbaut. Also, ihr geht auf alle Fälle mit 50 Kilo auf die Nordschleife. Oh ja. Ja, okay, wenn uns jetzt nichts mehr passiert, ne? Muss man mal abwarten. Ja gut, passieren würde bedeuten, ihr geht mit dem Gewicht dann weiter. Also dann wäre es natürlich etwas, aber wollen wir nicht hoffen, dass jetzt noch was passiert, weil der Rennsieg bringt natürlich die Punkte, die du hier machst, die sind natürlich wichtiger als diese Kilos für die Meisterschaft. Also das jetzt hier ausfallen zu lassen, halte ich für taktisch unklug. Dann lieber ein A1-Ring. Ja. So. Ja, Carsten Hoffmann, wie gesagt, auch draußen. Wir schauen mal eben hier, auch wenn es nicht wirklich jetzt
Motor, Michael Reiter, hier sehen wir es. Und bei Carsten Hoffmann ist es ein normaler DNF gewesen. Also hier haben wir noch einen Motorplatzer, der von Achim Krause. Das war beim, ja, als er da abgeflogen war und dann rausgeschoben werden sollte. Und das andere sind auch normale DNFs. Also gehen wir mal wieder auf die Strecke hier, dass wir das hier Was? Rätoromanisch funktioniert nicht mehr. Ja. Gut, also, dann wird es natürlich auch sehr spannend für Peter Kasar, der momentan führt. Aber auch nur durch den Boxenstopp jetzt, den der Sebastian gemacht hat. Können scheinbar noch eine Runde gehen. Ich gehe mal davon aus, dass sie trotzdem auf Platz 2 landen und dann nochmal 30 Kilo. Die sind dann mit 100 Kilo auf dem A1-Ring. Halleluja. Was ist eigentlich mit deinem Team passiert? Die waren da vor Thorn noch, oder? Nö, also die sind auf der Strecke überholt worden. Von GP Racing und auch von Torrent. Ja. Ach so, okay. Aber momentan sind sie wieder auf Platz 4. Durch den Ausfall. Gut, das ist sicherlich nicht die Variante, die man sich wünscht, um Plätze gut zu machen. Aber es ist nun mal so. Es ist nun mal so. Wir haben gerade eben noch drüber gesprochen, ne? Wenn sie denn ins Interview kommen, wenn hier nichts passiert, bla bla bla. Also man sollte sowas einfach nicht beschreien. Und jeder weiß, dass die Motoren extrem empfindlich sind in der Box, dass man die abstellen sollte. Also, naja, gut. Das ist natürlich ärgerlich, bitter. Und wir hoffen mal, dass das im Großen und Ganzen jetzt die Jungs nicht sowas von down macht, dass wir die auf einer Einsring auf alle Fälle wieder sehen, weil Chancen in der Meisterschaft haben sie definitiv noch. Wie gesagt, es gibt ja ein Streichresultat. Also von daher dann lieber mit viel Gewicht auf einer 1 Ring das Streichresultat einfahren. Alles ist gut. Genau. So. So, Niklas Rinschede hier für GP Racing jetzt auf Platz 3. Das ist natürlich sicherlich ein Ergebnis, was die Jungs sich so auch nicht ausgerechnet hätten. Aber, obwohl, man weiß es nicht. Also, ich meine, ich kenne den Niklas irgendwoher. Ich habe den schon mal irgendwo fahren gehabt. Also, ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Aber der Name kommt mir schon bekannt vor. Und, der Thomas Wackerbauer, der hat ja nun schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er ein super Schneller ist. Jetzt kommt aber der Niklas in die Box. Gucken wir mal, was Online-Motorsport macht. Die müssten theoretisch auch nochmal an die Box. Nee, nicht nur theoretisch, sondern die müssen nochmal an die Box. Hatten allerdings schon alle drei Fahrer im Einsatz. Ich gehe mal davon aus, dass zum Schluss jetzt nochmal der Matthias Leibold fährt. Und da geht natürlich vielleicht noch ein bisschen was nach vorne. Weil sie haben eigentlich nur, ich glaube 15 Sekunden waren das, die ihnen fehlten, auf den Niklas in Schädel, auf die GP Racing. Also schauen wir mal. Hier ist der Niklas beim Boxenstopp. Gut. Bei Carsten hat sich R-Faktor verabschiedet. Bei Carsten Hoffmann. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ich kann euch versprechen, also es ist jetzt amtlich. Oh, ganz wichtige Info. Wie viele Leute haben wir im Stream? Das müssen wir jetzt erstmal kurz checken. Ich hoffe mal, dass fast alle hier unterwegs sind, die hier zumindest mit der Serie zu tun haben. Wir werden am Sonntag, den 25. fahren wir ein Testrennen. Und zwar mit dem Rejoin-Plugin. Ich glaube, ihr könnt euch dran entsinnen, dass ein paar Leute haben das schon mitgemacht im letztes Jahr im Oktober. Nach der Multi-League haben wir das schon mal gemacht. Und mit diesem Rejoin-Plugin, es funktioniert, Freunde. Ich kann euch sagen, es funktioniert. Es ist ein abschließender Test. Der Marcel Offermanns und Achim Endenbach, der zum Schluss dort mitgeholfen hat. Was genau er da gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er hat ein paar Anpassungen noch mitgemacht. Und es funktioniert. Wir können dort definitiv damit rechnen, dass in Zukunft alle Langstreckenrennen hier auf SimRacing.org zu Ende gefahren werden. Von jedem. Mit unterschiedlichen Strafen für unterschiedliche Ausfallgründe. Natürlich kann es nicht so sein, dass
wenn man hier Escape drückt mit einem defekten Auto, um sich ein neues Auto zu holen, dann wird man sicherlich härter bestraft als jemand, der jetzt einfach einen R-Factor-Crash oder einen Disconnect hatte. Aber es wird möglich sein und das Ganze macht es natürlich nochmal umso spannender. Gerade in so einem Fall wie jetzt bei All-Star, wenn die nochmal ins Rennen eingreifen können und dann vielleicht doch noch in die Top 10 kommen und dann sich vielleicht doch noch ein paar Pünktchen holen, dann macht das Ganze mit den Strafgewichten auch noch viel mehr Sinn. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Das wird nochmal ein heißes Ding. Also merkt euch diesen Sonntag vor, Sonntag in einer Woche, und dann fahren wir den Test. Wir brauchen ungefähr 15 Leute, mehr nicht, weil alles andere wäre unproduktiv, weil das gibt zu viel durcheinander. Bitte schreibt mir per PN auf simracing.org, wer daran teilnehmen möchte, und ihr bekommt dann von mir eine Bestätigung und dann werden wir an diesem Sonntag dort diesen Test fahren und ihr werdet sehen, es wird astrein funktionieren. Und alle Details, die dann zu diesem Plugin zu erfahren sind, die werdet ihr dann dort erfahren. Auf alle Fälle ist das die beste News, die ich jemals verkünden konnte, seitdem ich Simracing betreibe, seit 2002. Also von daher, und seit 2007 gibt es eigentlich nichts Sehnlicheres, was wir uns wünschen. Und denke mal, alle Teams, die bei den 24-Stunden-Rennen jemals einen Disconnect hatten oder ausgefallen sind, können das bestimmt sehr, sehr gut nachvollziehen. So. Hallo Lutz. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Ostermann. Ich begrüße Sie. Sagen Sie mal, wenn ich dich schon mal hier habe, bist du Edgar, oder? Ja, richtig, genau. Ja. Dich zu verwechseln wäre jetzt echt schwer. Schön, dass du da bist. Ich würde gerne wissen, was für ein Deal ihr mit Ferrari hattet. Weil, habt ihr eure Rechnung nicht bezahlt oder was war da los? Wieso habt ihr keine neue Front gekriegt? Das kann ich dir nicht sagen, wieso nicht, aber das Fahrzeug verhält sich sehr ruhig, sehr gut und deshalb sind wir eigentlich weitergefahren. Wir haben gedacht, es hat sich repariert. Okay. Und wir haben kein Problem mit dem Fahrzeug, es liegt sehr gut und ja. Und wir haben sehr gute Base gehabt jetzt. Sind auf dem. Ja. Okay. Nach den Boxenstopps der anderen auf dem 5. Platz noch vor. Richtig, also ihr fahrt momentan auf der 5. Ihr habt jetzt aber. Nee, ihr müsst noch stoppen. Nein, wir müssen nicht stoppen, wir sind bereits in der Box gewesen. Ah, sehr gut, weil mir wird es hier gerade nicht angezeigt, deswegen, aber das muss ich da auch mal aktualisieren. Ja, coole Nummer, also das ist, glaube ich, das beste Ergebnis, was ihr bis jetzt hier hattet in der Serie, ne? Ja, für das Trainingsventium, das wir hatten, ist das wirklich eine super Leistung und mein Rennkollege, der Dennis, ist ein sehr guter Rennpartner, Rennkollege. Ja, das weiß ja keiner besser als ich. Ja. Ja, also von daher, ja, super Show, also das ganz klar, vor allem mit diesem komisch anmutenden Fahrzeug, also was diese Aerodynamik betrifft. Ich habe aber gesehen, der Splitter ist ja bei diesem Unfalleinschlag, der ja dran geblieben, also von daher ist es natürlich schon, das ist ja die entsprechende, ich sag mal, in der Physik hinterlegte Aerodynamik, Komponente. Das heißt, wenn da eine Motorhaube verlustig ist, dann ist das ja nun nicht so das Problem. Sieht halt schon ein bisschen komisch aus, zumal das würde ja auch noch gehen, ne? Auch wenn gar keine Scheinwerfer mehr dran sind. Aber egal. Deshalb bin ich ja hergekommen, um das zu erklären, dass unser Fahrzeug sehr gut liegt. Und wenn der Splitter weg wäre, wäre sicher ein Problem, aber es ist ja nur die Schürze weggeflogen. Ja, genau. Und das schaut sehr gut aus. Ja. Ja, wir haben beim ähnlichen Unfall dann auch gesehen, das war bei Achim Krause, wie ihn seine Motorhaube überholt hat. Also sehr lustig. Das ist lustig, ja. Für uns, aber nicht für ihn. Ja, für ihn ganz sicher nicht, weil er war völlig unschuldig. Also er ist da über die Kuppe gekommen und, da ist er schon. Ja, ich bin gerade reingekommen, ja. Ja, also schönen guten Abend auch Herr X-Faktor Krause. Hallo. Freut mich, euch jetzt hier so ein bisschen zu haben, weil... Upsala! Moment. Das ist heute sowieso ein bisschen ein Problem, das mit den Überrunden, die überrundeten Fahrzeuge machen nicht unbedingt Platz. Es ist aber auch extrem schwer hier, also weil jedes Platz machen
unter normalen Bedingungen bedeutet hier wirklich gleich mal den Verlust von mehreren Sekunden. Und der ein oder andere wartet halt dann mal ein, zwei Kurven, bis es etwas besser geht, weil es ist alles so Highspeed. Kann ich mir vorstellen, dass das sagt, ey, bitte warte mal bis zur nächsten Kurve oder so. Aber gut, die Strecke ist halt sehr speziell. Dann kommen noch diese Huppelagen dazu. Man kann nicht, wenn man da von der Linie geht, wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Keine Ahnung. Aber wir haben relativ wenig Probleme gesehen bisher. Also wenn da vielleicht, ich könnte mir vorstellen, du beziehst deine Aussage auch auf ein oder zwei Vorkommnisse, oder waren es mehr? Ja, es ist halt, es waren zwei Vorkommnisse, glaube ich, wo ich des Öfteren eine Lichthupe verwendet habe, aber okay, es ist nichts passiert und das war das Gute. Achim, mein Lieber, sehr, sehr dramatisch der Ausfall, würde ich sagen. Du bist da über die Kuppe gekommen, der Independence-Ferrari stand da quer drauf, du bist da voll ins Programm rein. Nee, der fiel vom Himmel. Der fiel vom Himmel, auf einmal flog der vor mir. Der fiel vom Himmel, ich konnte nichts mehr machen, kann nicht mal ausweichen, nichts bremsen. Naja gut, im Replay haben wir gesehen, dass er stand, also bei dir war das dann wahrscheinlich gerade ein Sekundenleck oder so. Und ja, jedenfalls bist du da reingebrettert. Wärst ja fast noch vorbeigekommen, es war ja so, ja, bist ihm irgendwie in den Vorderwagen reingefahren. Ja, ich hab, also das hat auf einmal geknallt und... Ja, genau. Was war's, Dann hat noch der, ich glaube der Roschak war gerade am Steuer, der hat noch versucht dich rauszuschieben da und dann ist dein Motor hochgegangen, ne? Ja, richtig, ja, wird so heiß geworden, ja. Aber die Achse war auch so krumm, also ich konnte kaum noch lenken, war nicht mehr, da fuhr mir im Kreis das Ding, also ich wäre auch nicht mehr bis zur Box gekommen, ja. Ja, also... Ja, schade. Ja, sehr, sehr schade, weil ihr baut jetzt auch kein Gewicht ab, ne? Das ist natürlich das Dramatischste an der ganzen Geschichte. Das ist bitter, ja. Ja. Aber wenn wir jetzt das hier sehen, nach dem Ausfall von Allstar, seid ihr mit Allstar zumindest gleich auf. Das Streichresultat ist ja auch da. Ja, das ist ja, nee, wir haben ja das erste Rennen sind wieder ausgefallen. Ach, ihr seid im ersten ausgefallen. Ah ja, dann ist es natürlich doppelt bitter. Ja. Aber ich sag mal, für die Top 5 in der Meisterschaft wird es definitiv reichen, bin ich mir relativ sicher. Ja gut, wir haben natürlich jetzt damit gerechnet, dass wir das Gewicht abbauen, aber wenn das so ist, ist das natürlich schlecht. Ja, nee, also im Ausfall wurde man gegen, also müssen wir gucken, wenn die 75% sind, aber ich weiß nicht, ob die erreicht waren zu eurem Ausfall, ich glaube nicht. Also 75% wird das Rennen als Gefahren gewertet. Wenn das der Fall ist, dann wird das Gewicht abgebaut, aber drunter nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr noch keine 75% habt. Ich glaube nicht, nein. Ja. Also bei Olsen. Ja, die hatten uns schon den vierten Platz ausgerechnet. Ne? Die schnellen Fahrer waren ja alle schon auf dem Auto und. Ja. Ja. Zum Glück ist der Jörg nicht da, der wäre heute eh nicht gefahren. Ja. Der so, Thomas wäre gefahren. Hat es hier einen Wechsel auf Position 4 gegeben. Online Motorsport ist jetzt vorbei an. Das ist aber nicht Dennis Erner. Wer ist denn das hier? Nein. Das war Platz 1. Nee. Was ist denn das für ein BMW hier? Ach, das also ist was das ja. Der Kassar. Nee, Moment mal. Der Peter Kassar gegen den Niklas, oder? Nee, ich hab den Audi hier. Welchen BMW hat denn der jetzt hier gerade überholt? Das ist Sebastian. Das ist doch. Ist das Notox? Ach, der hat ihn zurückrunden lassen. Alles klar. Ja, alles ist gut. Ja. Gut, sorry. Ich war jetzt etwas verwirrt hier, ob der Lackierung, ihr dürft nicht vergessen, ich habe hier ein völliges Scheißbild, also ich sehe hier so gut wie gar nichts. Und ich kann so anhand der Farben erkennen, um welches Auto, also ich sehe das, welcher Fahrzeugtyp das ist, aber wenn das Auto, wenn da zwei helle BMWs rumfahren, sehe ich keinen Unterschied. So. Ich habe gesehen, der Achim hatte ein bisschen über 50%, ne? Ja. Ja. Wir waren kurz vorm Boxenstopp, ja. Zwei Runden weiter. Also 61 Runden waren es. Ja. Ja, bitter. Ja, das ist ganz bitter. Was sagt dein Teamkollege? Der Thomas ist den interessiert ja nicht so großartig. Ich glaube, der Jörg ist da ein bisschen enttäuscht. Meine ich eigentlich. Ja, der war ja gar nicht da heute. Ja, trotzdem. Also, der wird jetzt das nächste Mal hoffentlich wieder mit dabei sein. Naja, der ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Ja. Ja. Obwohl es eigentlich keinen großen Sinn mehr macht, eigentlich zu fahren. Jetzt haben wir ein Rennen. Naja, aber es ist ja. Der steht da im Vordergrund. Ja, also würde ich auch mal so sehen. Also es ist ja schon, ich meine, der müsste auch mal ein bisschen an uns denken, wenn da jedes Team, was da keinen Bock mehr hat, weil es keine Chance mehr auf die Meisterschaft hat, aufhört, dann fahren hier dann zum Schluss nur noch drei Autos. Naja, wir werden auf jeden Fall, Nordschleife werden wir auf jeden Fall fahren. Ja.
Das war mir klar, aber wie gesagt, nutzt lieber die Gelegenheit. Ist ja noch A1-Ring, ist auch noch, ne? Ja, richtig. Klar, nutzt lieber die Gelegenheit, auf einer A1-Ring noch etwas von dem Gewicht loszuwerden, was ihr jetzt habt, um dann auf der Nordschleife, zumindest so als Nordschleifenspezialisten, dann einen Sieg einzufahren. So, die PVG kommt in die Box. Das ist schon sehr spät, würde ich sagen, 20 Runden vor Schluss. Aber wird natürlich auch ein kurzer Boxenstopp werden. Ich verabschiede mich wieder mal. Alles klar, Edgar. Tschüss. Vielen Dank fürs Kommen. Nee, mal so nebenbei, habt ihr vielleicht mal strategisch mit dem Gedanken gespielt, auch so zu stoppen, dass ihr erst, zum Beispiel jetzt erst in die Box kommt? Wir hatten am Anfang nur mal überlegt, irgendwie mit Motorprogramm 2 zu fahren, aber das war alles nicht so toll. Da sind wir wieder auf Motorprogramm 1 geblieben und haben einfach die Stints gleichmäßig verteilt. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel der heiße Motor bei Allstar auch damit zu tun hat, dass die vielleicht doch mal das ein oder andere Mal ein Motorprogramm mehr gewählt haben. Der Stefan ist auch gerade da, glaube ich. Ah, der Stefan ist da. Stefan, mein Lieber, grüß dich. Ja, moin. Moin. Ja, gut. So wirklich begeistert bist du nicht, das ist mir klar. Stefan, Motor heiß geworden in der Box und raus, das war's, oder? Mehr was anderes kann man dazu nicht sagen. Ja, Motor nicht abgestellt in der Box und dann ist die Sache eigentlich relativ schnell zu Ende. Ja, wie war das mit dem Motorprogramm? Habt ihr ein höheres gefahren? Nein. Auch nicht. Ja, weil das wäre dann halt noch eine Erklärung. Und gut, jetzt ist das natürlich eine ziemlich klare Angelegenheit hier für Notox mit 46 Sekunden. Sag mal, was war bei euch beim ersten Boxenstopp los? Wenn wir euch jetzt schon nicht im Interview nachher haben, dann möchte ich das doch jetzt gerne erfahren. Habt ihr einen Fehler gemacht oder was war der Grund, warum Notox auf einmal euch in der Box mehr oder weniger 10 Sekunden abgenommen hat? Also, ich bin, glaube ich, mit 7 Sekunden Vorsprung bin ich rein. Mhm. Allerdings 2 Runden erstmal nach Ronny. Und des Weiteren hatte ich Verkehr in der Boxeneinfahrt. Ah, okay. Problem an dieser Boxeneinfahrt ist, da kann man nicht mal eben so irgendwie die Ecke schneiden, um dann mal ganz schnell an ihm vorbei, weil sonst endest du zwangsläufig dann in der Wand. Von daher musste ich dahinter bleiben. Naja, und die Jungs sind dann teilweise ja etwas langsamer als vielleicht wir da vorne. Und ja, dann waren vielleicht schon mal 1-2 Sekunden weg. Jetzt haben wir Sender, der jetzt irgendwie hier gerade nochmal antworten, bitte. Total. Ja, du bist auch nicht wirklich. Ups, weg ist er. Weg ist er. Stefan, ihr habt ja euer erstes Streichresultat, ne? Ja, das Problem wird sein, dass wir eigentlich die Nordschleife nicht fahren wollten, weil wir, sowohl Micha als auch ich, die Nordschleife nur nicht unbedingt als Lieblingsstrecke haben. Daher sollte das eigentlich unser Streichresultat sein, aber das ist wohl hinfällig jetzt. Das dürfte hinfällig sein, ja. So, auf alle Fälle sind wir noch im Game, das ist schon mal schön. Was auch immer das jetzt war, wahrscheinlich mein Notebook heiß gelaufen oder so. Könnt ihr mich wieder verstehen vernünftig? Ja, wirklich, ja. So, läuft auch der Stream noch? Yep. Gut. Ja, Stefan, kannst du nochmal bitte wiederholen, weil das hat jetzt hier keiner gehört. Jedenfalls hatte ich Verkehr in der Boxeneinfahrt, das hat mich dann mal so 2 Sekunden gekostet. Dann, glaube ich, standen wir auch 3 oder 4 Sekunden länger. Mhm. Aufgrund dessen, weil wir natürlich schon weniger Sprit drin hatten, mehr tanken mussten, Ronny natürlich weniger tanken musste. Dann hatte Ronny, glaube ich, 2 Runden unter 9 Reifen, die ich prinzipiell ja nicht hatte. Und so bist du dann mal ganz schnell bei 7-8 Sekunden. Mhm. Das war eigentlich so der Boxenstopp. Na, großartig. Gut, ja, das ist natürlich dann schon entsprechend doof, also das gebe ich zu. Noch doofer ist aber, wie gesagt, der Ausfall, weil wir jetzt auch nur noch 15 Autos hier im Rennen haben. Das ist natürlich gut, es sind gar nicht mehr Ausfälle als sonst, aber es ist natürlich, wenn so wenig Autos nur am Start stehen,
dann schon auch dramatischer. Ja, Stefan, so wie ich das bei euch sehe, baut ihr Gewicht ab, weil ich glaube, bei euch waren es definitiv 75%, die ihr gefahren seid. Und wenn jetzt noch einer Abfall ausfällt vor euch, kriegt er sogar noch einen Punkt. Nee, ihr kriegt ja sogar... Ja. Top 15 bekommen Punkte. Dann ist es vielleicht doch ein bisschen versöhnlicher, weil ihr habt ja noch ein Streichresultat, ne? Ja, aber das hatte ich gerade schon erzählt, da warst du jetzt aber gerade nicht da. Eigentlich wollten wir die Nordschleife nicht fahren. Mhm. Das Ding hatte ich dann aber jetzt wohl in Rauch aufgelöst, ne? Also wenn es hier noch um die Meisterschaft gehen soll, werdet ihr fahren müssen, keine Frage. Und ihr habt gar nicht mal so schlechte Chancen, wenn ihr auf den A1 ringen, da, ich sag mal, noch auf einer akzeptablen Position, die aber kein Zusatzgewicht mehr bringt, ins Ziel kommt, dann habt ihr da, also wir haben jetzt mal gerade hochgerechnet, Motox da mit 90 Kilo, Torrent mit 100 Kilo auf der Nordschleife. Im nächsten Rennen, dann werden die vielleicht abbauen, also maximal 40 Kilo, beide, dann sind die aber immer noch mit 50 und 60 Kilo auf der Nordschleife, also von daher gar nicht mal so. Ja, aber die Jungs, gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte wir kriegen, wenn wir welche kriegen, aber so viel können es ja nicht sein, aber dadurch, dass die ja natürlich auf 1 und 2 fahren, ja, ne? Ja, das ist gut. Natürlich, die Kilos, glaube ich, sind so gar nicht so dramatisch erstmal. Hier fand ich es eigentlich auch nicht so schlimm. Ich weiß jetzt nicht, wie Ronny das sieht, beziehungsweise wie Wilson das sieht. Ich habe mich jetzt nebenbei so ein bisschen mit ihm unterhalten und er meinte, dass das wohl mit 70 Kilo extrem war, was den Reifenverschleiß anging. Bei uns ging es eigentlich. Nur A1-Ring, ja, da kann es auch wieder sein, dass du hast nicht viele schnelle Ecken. Und daher, ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Auf alle Fälle sicherlich heute ein bisschen Favoritensterben, keine Frage. Also zwei sind wenigstens noch im Rennen. Aber auch darüber definiert sich das ja nun mal. Das ist nun mal Rennsport und da kann man nicht so allzu viel machen. Wo es mich am meisten ärgert, das muss ich ganz klar sagen. Das hat aber jetzt nichts mit Sympathie oder sonst was zu tun, sondern es ist einfach so, das sind die Jungs von X-Factor, die letztes Jahr schon so extrem viel Pech hatten und wirklich auch unverschuldetes Pech hatten. Und heute, da ist wieder geknallt im ersten Rennen das Problem. Also ich denke mal, trotzdem geil, dass ihr dabei seid und hoffentlich auch dabei bleibt. Und dann sehen wir uns alle Mann auf den A1-Ring in 14 Tagen und da können wir dann nochmal zeigen. Ich meine, letztendlich, die Meisterschaft ist das eine, aber der Spaß am Rennen fahren, der ist auf alle Fälle da. Und ja, dann gucken wir mal. Ah, aber ich meine, wenn man sowas fährt, dann fährt man sowas immer, um zu gewinnen, ne? Naja, nun. Auch wenn wir es jetzt als Team erstmal nur zur Überbrückung nehmen, bis dann die Multileague irgendwann losgeht. Von daher ist es erstmal nicht ganz so dramatisch. Ich meine, sowas kann immer passieren, dass der Motor hochgeht. Sollte zwar nicht, zumal er mich ja irgendwann mal darauf hingewiesen hatte, dass ich das belegen muss, sonst geht der Motor hoch. Und Gott, ja, er meinte dann nur, als er dann kurz bevor er losgefahren ist, dass sein Motor raucht und was denn das ist. Ja, Temperaturen eventuell, oder? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, hast du den Motor nicht abgestellt? Nee, habe ich vergessen. Ich sage, okay. Mhm. Ja, gut. Ja, das ist natürlich bitter, ja. Gut. Aber ich sag mal, lieber noch so ein Grund, als wie bei GTA4U dann mit irgendeinem sinnlosen R-Faktor-Absturz. Also hier kann man sich selber noch über sich selber ärgern. Bei sowas, da weiß man dann noch nicht mal so wirklich, auf wen man jetzt eigentlich schimpfen soll. Nee, das sehe ich aber andersrum. Echt? Ja. Für einen One-Time-Error oder so, da kannst du einfach nichts für. Das ist halt einfach so. Aber wenn du dann irgendwie den Motor nicht ausmachst, das ist eigene Blödheit. Ja, gut, aber dann kannst du jetzt dem Reiter, da kannst du dem jetzt mal irgendwie ein Stückchen vom Hintern abschneiden, irgendwie und die aufs Brötchen legen, aber letztendlich hast du da einen, weißt du, den kannst du handfest auf den Mund boxen. Hier ist es, ja, bei so was, also gut, da kann man jetzt einfach anderer Meinung sein. Gebe ich dir auch völlig recht, wenn man sich damit zufrieden geben kann, na, okay, Absturz, scheiß drauf. Und auch gut. So. Sieht es hier überhaupt auf der Strecke aus? Also, keine Frage,
Da wird sich so denn da auch nicht mehr passiert. Da gehen wir mal ganz stark von aus. Lotox Racing auf Platz 1 mit derzeit knapp 43 Sekunden Vorsprung auf Torrent Motorsports. Dann haben wir das Team von GP Racing auf Platz 3. Platz 4 für Online Motorsport, Platz 5 für die RSA, das ist das Team 1. Dann haben wir die LSF Racer auf Platz 6, auf 7 haben wir Quadriga Corse, auf 8 die PVG, auf Platz 9 haben wir GTR4U, das müsste, da muss ich jetzt direkt nachgucken, das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, das Team 2 sein, genau. Das Team 2 auf Platz 9 und auf Platz 10 dann die Jungs von VE Racing, das Team 2. Ein sehr unauffälliges Rennen, von hinten gestartet, die Jungs. Ich hoffe, die haben auch mal gewechselt zwischendrin. Haben die. Und ja, und dann werden wir mal gucken. Auf der 11 dann das Team von Racing Association 2, der Ulrich Neulting hier im einzigen Lambo auf der Strecke. Auf der 12 das Team von Vortex, die auch deutlich mit Schwierigkeit hier heute zu kämpfen hatten. Wir haben vorhin den Einschlag gesehen von Ralf Deininger mit Reifenschaden und allem drum und dran, was dazugehörte. Schöner, langer, eine Minute Boxenstopp zusätzlich. Das ist natürlich extrem ärgerlich und ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe den Eindruck, dass Vortex hier nicht so wirklich in die Gänge kommt. Das mag wahrscheinlich an der Modifikation liegen, die wir fahren. Das sind ja eher so die LMP-Typen. Und kommt ihnen vielleicht nicht so ganz entgegen, aber normalerweise sieht man die Jungs eigentlich weiter vorne. Dann haben wir hier die Herrschaften von SRT, Sackschwitzer Racing Team. Und die fahren mittlerweile auf der Position 13. Auf der 14 haben wir das erste Team von VE Racing, momentan mit dem Friedrich Laditz. Und Andy Roschak pilotiert den Independent Sim Racer Ferrari 458 hier um den Kurs, momentan auf dem letzten Platz, auf dem 15. Platz. Ja, so sieht das hier momentan aus und wir gehen mal so ein bisschen gucken, was das ist, das eigentlich Spannende, was ich hier noch sehe, weil momentan der, warum sage ich eigentlich so oft momentan, weiß ich auch nicht, weil der Matthias Leibold in den letzten Runden hier deutlich schneller unterwegs ist als der Niklas Rinschede und zwar um 6-7 Zehntel pro Runde. Das geht auch mal hin bis zu einer Sekunde. Und von daher wäre es mal ganz spannend zu gucken, ob der hier nochmal in den letzten 13 Runden eine Chance hat. Ich gehe mal davon aus, dass er die nicht hat. Er hat 18 Sekunden Rückstand. Es ist eher unwahrscheinlich, dass er das noch aufholt. Aber wir gucken mal, was da noch geht. Ansonsten haben wir hier eigentlich keine... Oh doch. Ralf Deininger. Ralf Deininger läuft hier auf den Ulrich Neulting. Genau. Das ist ein Positionskampf um die Position 11. Und hier geht es jetzt auch wirklich um ernsthafte Punkte. Also das sind dann nicht nur mal 1 oder 2. Da gibt es dann schon mal ein paar, nämlich 3. Nee, gar nicht. 5. Lutz, ich bin jetzt nochmal eben beim Sebastian. Ich denke mal, wir sehen uns ja gleich beim Interview. Ja, das wollen wir stark hoffen. Wenn nicht, dann haue ich euch sowas von die Backen. Wenn ihr noch Mist baut, dann, ne? Also viel Glück, sagt dem Sebastian schönen Gruß und vielen Dank, dass du hier warst. Alles klar, kein Ding. Jo. Bis gleich. Bis dann, ciao. So. Alleine ist er wieder, der Lutz Enger. Also, großartige Sache hier. Deininger versucht jetzt hier irgendwie vorbeizukommen. Wenn ich das hier richtig hinten sehe, da kommt der Sebastian Röhn da auch zum Überrunden. Wir schauen mal, ob dem so ist. In unserem Airfactor-Monitor, ja, dem ist so. Das ist Sebastian Röhn. Dann kommt noch der Siebte, der Steffen Materna. So, dann wollen wir gucken. Reiter. Deininger 1,40er Zeit, Neulting 1,41,8 in der letzten Runde. Also 1,8 Sekunden schneller, Ralf Deininger momentan. Da vermute ich mal, da wird ein bisschen was gehen. Der wird da nicht lange bitten lassen. Aber wenn wir mal schauen, selbst in einem Zweikampf, wo der schnellere 1,8 Sekunden schneller ist,
selbst da ist es hier unglaublich schwierig vorbeizukommen. Auf jeder oder fast jeder anderen Rennstrecke wäre das Thema schon längst gegessen. So, Matthias Leibold jetzt noch 16 Sekunden zurück. Aber ja, auch so, da gucken wir uns hier das nochmal aus dem Cockpit an. Ja, da sind wir. So, jetzt aber hier der Angriff. Und das war deutlich, aber ganz deutlich. Und er macht wieder einen Fehler. Oh mein Gott. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ein Escape kommt, aber ich glaube, da unterschätze ich den Ralf oder da tue ich ihm Unrecht. Er sieht natürlich, ob da ein Fahrzeug kommt, aber so wie es aussieht, ist der Splitter noch dran, da ist nichts verlustig gegangen. Er ist so leicht, er probiert jetzt auch. Oh mein Gott, das ist so schade. Das haben wir jetzt schon das zweite Mal gesehen. Wir gucken mal so ein bisschen, er ist sich noch nicht so ganz schlüssig. Also nicht, dass der Splitter da... Er kommt in die Box. Er kommt in die Box. Scheinbar ist der Splitter doch abgefallen. Das haben wir nicht gesehen. Wenn der da vorne... Ja, ja, er hat hier deutliches Untersteuern. Er kommt hier kaum in die Box rein. So, jetzt wird er natürlich nochmal aufgebockt. Das hat er auch vergessen. Wahrscheinlich das alles abzustellen, nachtanken und. Das kriegt er, die letzte Tankfüllung, die er eingegeben hat, kriegt er jetzt nochmal reingetankt und Reifen gewechselt. Kann natürlich auch sein, dass er einen Reifenschaden hatte. Das konnte man jetzt auf dem kurzen Stück nicht sehen. Okay, gehen wir mal auf Platz 4. Ne, das war die 1. Sorry, das ist der führende. Platz 4 hier für Matthias Leibold. Und der fährt hier wirklich alles, was geht. Der hat noch 13 Sekunden Rückstand. Und ist 1,4 Sekunden pro Runde schneller als Niklas Rinnschede derzeit. Na, jetzt bin ich ja fertig. So, ich hoffe, der Junge von VE Racing sieht ihn hier. Ja, das sieht saugut aus. So, Matthias Leibold hier fährt jetzt. Jetzt haben wir den Showdown, den wir, ja, prophezeit haben. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass er es schafft. Es sind immer noch 13 Sekunden und wir haben noch 9 Runden. Also er müsste schon, ja, doch 1,5 Sekunden muss er gut machen, um ranzukommen. Und dann haben wir ja noch das Problem, dass er da vorbei muss. Also extrem unwahrscheinlich, dass er noch auf Platz 3 fährt, aber er tut alles dafür. Er tut alles, er fährt hier voll am Limit. Und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt auch vielleicht mit dem Motorgramm ein bisschen spielt. Das wird man aber definitiv auch bei GP Racing tun. Ah, Deininger zurückgefallen auf den 14. Platz, auf den vorletzten Platz. Oh, wie bitter, wie bitter, wie bitter. Tut mir echt leid für die Jungs. Also, wie gesagt, die Truppenteile hier von Vortex, die mag ich wirklich ausgesprochen gern. Batzke, Deininger, das ist wirklich ein geiles Team. Ja, man sieht es hier. Also Zeit hat das jetzt nicht gekostet. Wahrscheinlich in der Realität wäre das anders geworden, aber ja. So, wir gucken auf den Abstand. 12,3 Sekunden. 12,28, 12,5, 12,1. Kurz wieder ein bisschen mehr. Jetzt ist das erste Mal unter 11 Sekunden. Naja, jetzt geht es wieder etwas höher. Das sind natürlich jetzt die Ziehharmonika-Effekte, die da entstehen. Beim Anbremsen, der eine beschleunigt, der andere bremst.
So, hier wird auch schön Platz gemacht. Ganz sauber. Der Ulrich Neuting auf Platz 11. So, dann haben wir mittlerweile auf Platz 12 die Jungs von Sackspitze. So, wir sehen es hier. 11,035 Sekunden. Aber das wird wohl nicht reichen. Das wird wohl nicht reichen. Ich weiß es nicht so wirklich, was man jetzt bei Thorn Motorsport macht. Ich denke mal, so wie die Abstände aussehen, werden die den zweiten Platz auf alle Fälle versuchen, nach Hause zu fahren. Mit und gehen dann tatsächlich mit 100 Kilo auf den A1-Ring, den Red Bull-Ring. Das ist natürlich ein Brüller. Das hatten wir letztes Jahr mit SBI. 100 Kilo haben die dann auch endlich mal eingebremst. Aber es ist schön zu sehen, dass solche Dream-Teams wie Rhön Hennel immer noch in der Lage sind, ganz vorne mitzufahren. Also großartige Geschichte. So, hier schauen wir auf die Zeiten. Was geht hier und was geht nicht? Matthias Leibold noch 8 Sekunden. 8 Sekunden. Oh, hier mit einem Fehler. Oh, das kostet natürlich Zeit. Das kostet Zeit. Jetzt ist er wieder fast bei 10 Sekunden. Und der Niklas da vorne, ich denke mal, der wird auch um sein Leben fallen. Wir gehen da mal hin. Nee, das ist er nicht. Hier ist er. Niklas Rinschede, dann haben wir hätten wir heute zwei Z4s auf dem Podium. Schauen wir nochmal jetzt, wie gestaltet sich das jetzt hier. Oh, und ich sehe, der Andreas Borde ist nur noch 3 Sekunden hinter Dennis Erner. Okay, jetzt ist wieder mehr. Was ist mit dem Borde? Eieieiei. Ich glaube, da ist was passiert. Nein, das ist nicht... Oh nein! Andreas Borde hier mit dem Reifenschaden. 6 Runden vor Schluss. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Die Jungs haben so eine geile Show gemacht. Ist das jetzt hier wirklich ein Reifenschaden? Ja, ich glaube schon. Vorne links. Ja, und jetzt geht's hier nochmal ab. Oh, und er fährt hier wirklich... Wir versuchen mal rauszukriegen, was da gewesen ist.
es war eigenverschulden hier. Ja, hier ist es passiert und ja, und da reißt er sich da vorne das Auto. Gut, so. Wollen wir mal hoffen, dass er jetzt hier noch sauber in die Box kommt. Er verliert, wenn, einen Platz. Den wird er verlieren an Steffen Materna von Quadriga Corse. Aber ansonsten sollte das sich ausgehen. Die PVG mittlerweile auf Platz 8 dann. Aber mit noch einer Runde Rückstand. Also das glaube ich, das wird nichts, dass die noch vorbeikommen. Fährt der weiter? Nee. Habe ich jetzt was verpasst? Er will jetzt nicht mit diesem havarierten Auto hier durchfahren, oder? Gut. Gehen wir nochmal auf Platz 4 und schauen, was Leibold hier macht. Dem fehlt die Haube. Habe ich was verpasst? Nee. Ja, wahrscheinlich ein Einschlag. Der hat das Glück, dass das Auto noch einigermaßen geht, aber das war's jetzt für die Position 3. Der hat einfach alles versucht. Das wird jetzt nicht mehr. Wir haben noch 4 Runden. Also da passiert nicht mehr allzu viel. Pedder Cazar auf Position 2 für das Team von Torrent Motorsports. Auf der Position 3 Niklas Rinschede für das GP Racing Team. Platz 4 für onlinemotorsport.com mit Matthias Leibold nach dem 6. Platz in Spa. Hier wieder eine saubere Leistung. Platz 5 für die LSF Racer, für RSA mit dem derzeitig havarierten Fiat hier. Aber, wie wir vorhin von Edgar Ostermann gehört haben, ohne nennenswerte Auswirkungen. Also der Splitter ist dran, der Abtrieb ist da. Sieht natürlich witzig aus, ist nur vorne die Stoßstange im Prinzip weg, alles ist gut. Platz 6 für Quadriga Corse. Auf der 7 die PVG. Auf der 8 Team GDR4U 2. Auf der 9 das Team der LSF 1. Auf der 10 VE Racing 2. Auf der 11 Racing Association 2. Auf der... 1 war das, glaube ich. Dann haben wir hier die Jungs von Sackschwitze, Vortex, VE Racing 1 und die Independence im Racer. So, ausgefallen, All-Star Racing, GTR4U 1, Racing Association 2, X-Men EU, RSA, X-Factor, das war RSA 2, X-Factor Racing. Nee, das war doch nicht RSA, Blödsinn, was gucke ich denn hier, Jens Potschka? Nee, Ostsee Racing ist das, genau. GT1, das Team von GT1, das waren die Ausfälle. So, wir gucken uns hier den Führenden an. Noch 2 Runden. Hier sehen wir den Unterschied zwischen diesen beiden. Dann haben wir hier den Niklas Rinschede. Hier den springenden Matthias Leibold.
Ja, da ist jetzt nicht mehr viel. Er hat zwar wieder nur noch 7 Sekunden Rückstand, aber das reicht nicht mehr in 2 Runden. Das kann er nicht aufholen. Ohne einen Fehler von Rinschede ist das hier nicht mehr möglich, noch auf die 3 zu fahren. Aber er fährt immer noch so, als würde er dran glauben. Also, coole Nummer hier vom Team Online Motorsport. Boah, da gibt es sogar noch einen Drift. Dennis Erner, RSA Team 1. Also auch hier eine sehr, sehr saubere Leistung. Also Platz 5 für das Team von RSA. Gerade noch so an den Zusatzgewichten vorbeigeschrammt. Nein, der fährt jetzt nicht nochmal rein, oder? Nee. Ach, er lässt den LSF Racer durch, der jetzt eine Runde Rückstand hat. Sehr faire Geste. Niedriger Korse hier auf 6. Ich denke mal, das ist jetzt auch ein versöhnliches Ergebnis für die Jungs. Weil das sah ja zwischenzeitlich schon mal ganz anders aus. Ich habe in Erinnerung, dass da auch mal irgendwas von Platz 14 stand. Gerd Ölschlegel für die PVG. Auf 7. Ja, auch da würde ich sagen, die Jungs werden zufrieden sein mit dem Ergebnis. Auf der 8 geht er für U2. Auf der 9 dann das Team von LSF 1. Ja, und VE Racing 2. So, jetzt gehen wir aber nach vorne. Weil wir sind in der letzten Runde. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Kommentator namens Lutz Enger die Zieldurchfahrt verpasst. So, sehr viel bleibt nicht mehr. Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnern Marc Henarizzi und Dominik Schwager, die uns hier die erste halbe Stunde mehr als versüßt haben, nämlich mit wertvollen Informationen rübergekommen sind, uns Dinge verraten haben, die vielleicht so noch gar nicht wirklich publik waren. Gut, bei Marc schon, bei Dominik, dem muss man das ein bisschen aus der Nase ziehen. Und hier sehen wir den Rennsieger, den Sieger dieses Laufes hier in der GT1 Langstreckenserie. Herzlichen Glückwunsch an Notox Racing. Sebastian Röhn und Ronny Hähne gewinnen den dritten Lauf der GT1 Langstreckenserie hier bei den 500 Kilometer von Sandfort. Platz 2 geht an Torrent Motorsports. Mit Rickard Helsen und Petter Kasar. Da können wir auch nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und Platz 3. Und ich glaube, der Junge braucht jetzt erstmal eine Dusche. Das Team von GP Racing mit Thomas Wackerbauer und hier momentan am Steuer Niklas Rinschede. Da kommt er. Und ich glaube, der freut sich. Der freut sich definitiv. Und wie der sich freut. Online Motorsport. Mit Hans-Peter Maid. Mit Rainer Ebner. Und mit hier am Steuer Matthias Leibold. So, dann das Team von RSA mit Edgar Ostermann und Dennis Erner. Und ja, das war's. Auf Platz 5, genau. Und die Quadriga Corse kommt jetzt hier übers Ziel. Auf Platz 6, auf Platz 7. Die PVG freut mich sehr, sehr, sehr. Das Langstreckenteam, ehemals GTR 30.